Ich bin die Evelyn. Ich lebe hier auf Lidingstadir in Nordisland, schon jetzt seit 26 Jahren. Wir führen hier einen richtigen Bauernhof. Wir haben eine Pferdezucht und eine Schafzucht. Wir haben Hunde und eine Katze und ein paar Enten. Wir betreiben unseren Hof als Reitbetrieb, nehmen Gäste bei uns auf, die hier übernachten können und zum Reiten kommen. Wenn wir die Tour über den Berg reiten, dann hat man einen wunderschönen Ausblick über den ganzen Fjord. Das ist irgendwie so ein Gefühl von Freiheit, da lang zu reiten, wo die Pferde leben. Wir haben hier drei Cottages am Hof, die wir vermieten. Und das ist sehr beliebt für Leute, die so ein bisschen am Hof bleiben wollen. Die Cottages sind dafür eingerichtet, dass die Leute sich selbst verpflegen. Und so kann man am Hof sein, hier wohnen, selbstständig seinen Urlaub verbringen. Aber wir geben gerne diesen Einblick. Die Leute haben eigentlich immer Zugang zu uns. Ich denke, das ist was ganz Besonderes, dass wir als Gastgeber vor Ort sind und lassen uns so ein bisschen in die Karten schauen. Wer zu uns kommt, der muss uns finden. 20 Kilometer von der Ringstraße entfernt, das ist unser größter Pluspunkt für die, die gezielt nach was suchen, wo sie ein bisschen Individualität erleben können. Wenn es windstill ist, dann hört man vielleicht mal ein Schaf blöken oder ein Pferd wiehern. Und das ist so eine Ruhe, die viele eigentlich nicht kennen aus ihrem alltäglichen Leben. Das ist jetzt so die perfekte Kombination für mich, Gastgeber zu sein, Menschen hier willkommen zu heißen und mit den Tieren zu arbeiten.